Am Ende meines Theologiestudiums stand die Examensprüfung und ich hatte einen Tag mit 9 mündlichen Prüfungen. Es waren nicht 6 und nicht 7 und nicht 8, es waren 9. Es waren erst noch 4 Wochen bis zum Prüfungstag und die Aufregung stieg immer mehr. Bald konnte ich sagen, es sind nur noch 3 Wochen, 2 Wochen, es ist nächste Woche. Und dann kam der Tag, an dem ich sagen konnte, morgen ist der Prüfungstag. Ich wusste, dass ich sehr aufgeregt sein würde und ich habe gedacht, du musst so früh es geht schlafen gehen, um fit zu sein. Also bin ich noch gelaufen, habe heiße Milch mit Honig getrunken, habe Baldrian-Tropfen genommen und bin so früh ich konnte ins Bett gegangen. Aber ich konnte nicht einschlafen. Es wurde 8, es wurde 9, es wurde 10 und ich dachte immer an die Professoren, die mir Fragen stellen. Dann habe ich gedacht, es liegt daran, dass ich falsch rum im Bett liege, also habe ich mich mit dem Kopf ans Fußende gelegt und habe gedacht, ich könnte dann einschlafen, aber es wurde nicht besser. Irgendwann zwischen 5 und 6 Uhr habe ich, glaube ich, eine Dreiviertelstunde geschlafen. Als ich morgens wach wurde, war ich so verdreht und mein Kopf war so leer, dass ich nicht mal meinen Vornamen fehlerfrei buchstabieren konnte. Es schallte an der Tür und mein Freund Uli kam. Er hatte mir versprochen, mich den ganzen Tag zu begleiten. Wir fuhren nach Bielefeld und im Parkhaus in seinem alten Passat faltete er seine Hände und betete für mich. Gott, ich bitte dich, dass du Bernd die Kraft schenkst, heute durch die Prüfungen zu kommen. Ich bitte dich, dass du ihn durchdrehst, dass du ihm deine Kraft schenkst. Und so begann es mit den Prüfungen. Die erste große Holztür öffnete sich und der Professor sagte, Herr Eimterbäumer, kommen Sie bitte rein. Und dann begann die Prüfung. Und in diesem Moment geschah für mich das Wundersame. Obwohl ich so erschöpft war, obwohl ich so kraftlos war, obwohl ich mich nicht konzentrieren konnte, wurde ich ganz ruhig und ganz klar. Mir wuchs eine Kraft von außen zu und ich konnte auf die Fragen des Professors antworten. Am Ende der Prüfung ging Uli nochmal rein und fragte, darf ich nochmal fragen, wie es gelaufen ist? Und der Professor sagte, ja, wir überlegen, ob es eine 2 plus oder eine 1 minus ist. Und diese Erfahrung durfte ich in jeder einzelnen Prüfung machen. Ich konnte, obwohl ich nicht geschlafen hatte, obwohl ich so kaputt war, konzentriert und stark und gut sein. Dieses ist, glaube ich, der Tag in meinem Leben, an dem ich am deutlichsten gespürt habe, wie Gott mich getragen hat. Gott sagt einmal zu Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das habe ich an diesem Tag so sehr gespürt, wie selten zuvor und selten danach in meinem Leben. Meine eigene Kraft war so gering und Gottes Kraft kam hinzu und machte mich stark. Ich weiß nicht, wie dein Kraftvorrat im Moment ist in dieser Zeit. Ist der Gedanke nicht unvorstellbar, dass Gott seine Kraft zu unserer kleinen Kraft hinzulegt? Ich wünsche euch diese Erfahrung, die ich machen durfte, von ganzem Herzen. Musik.